Johannes Müller sagt gerade, was ist schwarz und klebt an der Decke? Ein schlechter Elektriker. Das Zischell fragt gerade, wie findest du Scheidenpilz? Liebes Zischell, da mir persönlich eine solche Körpereigenschaft fehlt, kenne ich das nur von damals, als man noch als junger Bub durch den Wald tirilliert ist, um dort Pilze für eine leckere Pilzpfanne zu sammeln. Huch, da werde ich auch gleich beschmissen für meine schlechten Witze. Zu Recht, möchte ich sagen. Boah, Pilzpfanne, das war auch was. Gibt's inzwischen nur noch von Bofrost. So, pass auf, dann mache ich hier mal ein bisschen weg, ne? Nur mal ein bisschen. Wobei, das geht ja dann direkt in den Berg über. Da muss ich mal genau gucken, wie wir das machen. Wenn wir dann hier so den Friedhof so machen, dann könnten wir ja theoretisch auch von da und dann zwei Gräber machen. Das würde auch gehen. Eigentlich eine super Sache. Da packen wir das Evil Chicken sowieso in die Ecke. Ich habe überlegt, ob ich beim Evil Chicken vielleicht oben Netherstein drauf mache, damit er ewig brennt. Aber das wollte ich nicht machen, damit der Friedhof nachts auch dunkel ist. Ne, weißt du Bescheid? So, Seelensand, das kommt dann wieder in die Ecke hier. Mach ja mal das Ding da weg, da kommt dann natürlich Obsidian wieder hin. So, für unseren Freund. Das Evil Chicken. So. Hier mache ich jetzt ganz normal Kies hin. Hier weiß ich noch nicht. Hier könnte ich theoretisch auch ein... Wäre eigentlich geil. Ich überlege gerade, wie ich das mache, ne? Nicht, dass er denkt, ich habe hier ein Schweigegelübde abgelegt. Ich hatte gerade nur die Idee, ob man nicht... Vielleicht... Jetzt habe ich natürlich keine Treppen mit. Ich bastel mir mal ganz kurz ein paar Treppchen aus Stein. Ist jetzt nur so eine Schnapsidee, ne? Ist nur so eine Schnapsidee. Denkt nicht, dass ich da jetzt sofort und so... Aber die Idee an sich finde ich eigentlich ganz gut. So, nehmen wir mal 4 Treppen, reichen bestimmt. Nehmen wir mal 8. Wir haben ja noch genug Kobbel dabei. Plupp. So. Huch. Latsche ich erstmal gegen die Wand. Und dann probieren wir mal Folgendes. Ist so eine Schnapsidee jetzt von mir, ne? Jetzt nur mal so, Also zum Thema Scheidenpilz muss ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Ich finde, das ist ein Thema, das kann man gar nicht oft genug anschneiden. Was jetzt vielleicht nicht das beste Wort im Zusammenhang ist, aber, ich finde, es sollte noch viel mehr Werbespots darüber geben. Ich finde, es gibt viel zu wenig Werbespots, wenn man vor allen Dingen gerade beim Essen sitzt oder so. Finde ich, wird man viel zu selten von guten alten Scheidenpilz-Werbespots unterbrochen. Ich finde, da sollte auf jeden Fall noch eine Menge Aufklärungsarbeit betrieben werden. Gerade, weil wenn man so etwas hat, informiert man sich ja darüber nicht. Ne, ist ja so. Hat denn jemand von euch da Erfahrungen mitgesammelt? Ich meine, Fräulein Zischell, wenn du schon so fragst, da wird er sicherlich irgendein Background an Interesse dran drinstecken. Ne? Also ich will da nichts unterstellen. Aber scheinbar kann man da schon mal ein bisschen abmorcheln. So. Ist ja auch immer so eine Sache. Ist ja nicht jedermanns Sache. Manche züchten das ja vielleicht auch. Hier, wie bei Minecraft zum Beispiel, Pilze sind ja... Kann man sich dann eine Suppe draus machen. So, huch, jetzt reicht's aber. Nehmen wir ganz ernsthaft, ich weiß gar nicht, was das für ein... Was das jetzt in letzter Zeit soll mit dieser ganzen Werbung für irgendwelche... Nicht nur Geschlechtskrankheiten, sondern so alle möglichen Krankheiten werden da ja irgendwie aufgegriffen. Ich meine, das war früher Lippenherpes und Teenagerpickel. Das gab's natürlich immer, das war sehr beliebt. Aber wann dieser Modetrend da aufkam, so über, weißt du schon? Das weiß ich nicht. So, und was ich hier natürlich dann machen wollte... Huch, Moment, ganz kurz, so. Was ich hier ganz kurz machen wollte, das sieht da schon so eine Art Krypta, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so gut ist, was ich hier gerade mache. Das sollte ich vielleicht später ein bisschen anders bauen, mache ich aber nicht jetzt, sondern sonst haben wir wieder eine neue Baustelle, ne? Wie gesagt, ich wollte das nur mal ganz kurz...
so andeuten, aber nicht wirklich ausbauen. Wäre aber ganz lustig, da so ein Eingang zur Krypta würde zum Friedhof super passen. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Super, einfach super. So, wenn ich jetzt hier angenommen so einen hinmache, ne? Zack. Ich würde am liebsten ja noch so ein bisschen Gehweg, dass man hier so begehen kann. Ach, und dann gab es ja noch einen Tipp. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Da habe ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Das habe ich tatsächlich auch in der Let's Show Welt. Aber hier habe ich das irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich hier nicht dran gedacht. Mache ich mal ganz kurz den hier. So. Nehmen wir mal die Hake und dann mache ich mal den Kies. Den behalte ich mal gerade. Dann machen wir den Friedhof direkt auch nochmal schöner und ein bisschen anders, als wir den vorher hatten. So, und dann mache ich mal folgendes. Huch, mache ich mal folgendes. Zack. Ja, super. Ah, da muss ich aber noch Wasser drunter machen. Wasser habe ich natürlich nicht dabei. Aber ihr wisst schon, worauf es hinausläuft, dass wir dann da wirklich ein Dingens haben. Aber das Problem ist einfach, das kannst du wirklich nur bei Schaugräbern machen, nicht bei richtigen Gräbern. Und ich wollte ja von Mal zu Mal, was ist das denn da? Von Mal zu Mal wollte ich ja dann wirklich was in Truhen legen und im Grab verstecken, weil ich mag das immer, wenn es so ein bisschen detailliert ist und sowas. Bin ich ja ein großer Freund von. So, und eigentlich müsste man tatsächlich den Friedhof so... Das war total schlau, das auch. Den Friedhof müsste man tatsächlich eigentlich so machen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Erdwall drüber ist und dass der ein bisschen verrottet ist. Oder ich habe auch eine andere Idee, die ich gerne noch machen würde. Ah, ist so schwierig. Jetzt gibt es so viel, was wir machen können. Ist echt schwierig. So, pass auf, dann mache ich hier mal den hier. Und dann können wir nämlich hier auch ganz einfach, da machen wir hier den Ausgang vom Friedhof irgendwo in der Richtung. Und dann kann man den hoch, dann kann man den komplett begehen. Mit Kies. Und hat dann hier das nächste Grab sozusagen. Es wird dunkel. Mache ich jetzt auch erstmal mit Kies, einfach weil wir momentan keine Erde haben. Und dann kann ich hier zum Beispiel noch ein paar Gräber hinmachen. Eigentlich auch eins aus Kobbel und so weiter. Aber ich möchte jetzt, also große Gräber, Huchmist. Ein Doppelgrab wäre auch mal schön. Oder zwei Doppelgräber oder sowas. Wäre auch mal schön vor allen Dingen, was für eine Ansage. Kann man aber mal machen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich gehe dann gleich nochmal pennen. Das wird jetzt ein sehr bunt gemischter Friedhof und ich glaube, der wird doch ein bisschen zu klein. Muss mal schauen, was wir da machen. Nein, ihr haltet mich nicht auf. Ich werde es schaffen, auch wenn ich da drüber Schlachtrösser sehe, da drüben. Ich laufe nach Hause, einfach ganz ohne Pause. Aua, scheinbar doch mit Pause. Au, aufs, nein, nein, hinter mir ist ein Creeper. Schlechte Idee. Alter, was ist das denn für ein geiler Wolf da oben? Der da gerade Aussicht gehalten hat. Jetzt muss ich aber ganz schnell in die Falle. Und deswegen im Baumodus immer lieber ohne Monster, einfach damit ich ungestört fertig bauen kann, wie zum Beispiel im Friedhof. Dann muss ich nicht immer nach Hause laufen oder ich muss mir nicht über eine Behausung bauen, damit ich da ein Bett bauen kann. Ja. So, Couchkartoffel fragt mich gerade, ob mein Schreibtisch sauber ist oder unaufgeräumt. Ich muss zugeben, mein Schreibtisch ist eine mittlere Katastrophe. Ich nenne es immer das kreative Chaos und hatte immer ein schlechtes Gewissen, bis ich Pokis Schreibtisch gesehen habe. Scheinbar teilen wir da ähnliche Ansichten, was wichtige Ordnung angeht. Wichtige kreative Ordnung. So, weil die Gedanken, ja, weißt du, die müssen ja frei sein. Am ordentlichen Schreibtisch kannst du nicht kreativ sein, das geht nicht. Höchstens, wenn du die Steuererklärung machst. Finde ich, ist meine bequeme Ausrede für den Tag. Brot. Ich hau mir jetzt erstmal ein bisschen hier, ne, trocken Brot wieder rein. Ich weiß, wir haben noch alles Mögliche. Fräulein Sophie fragt gerade, hast du eigentlich noch viele Freunde, die du vor YouTube kanntest? Hä? Ich habe eigentlich noch alle Freunde, die ich vor YouTube kannte. Warum soll ich denn jetzt weniger Freunde haben dadurch? Ach so, wegen falsche Freunde und sowas. Aber das ist ja so ein Thema. Habe ja damals schon viel mit Musik gemacht. Auch relativ erfolgreich, habe ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Und da gab es halt auch immer so ein bisschen diese falschen Freunde. Und damals war das halt viel krasser.
Ich glaube, das ist gerade, wenn man etwas jünger ist, ist das dann noch sehr ausgeprägt, dass du da sehr schnell merkst, wer dann irgendwie noch bei dir ist und wer nicht. Und damals war auch schon genau das Gleiche in der Musikszene, auch genau der gleiche Scheiß. Wenn du mit irgendwas erfolgreich bist, bist du plötzlich angeblich Kommerz und du hast dich voll verändert und bla, du machst es nur noch fürs Geld, bla bla bla. Das war genau die gleiche Scheiß. Leute labern immer den gleichen Scheiß und das Schlimme ist, es sind auch immer der gleiche Menschenschlag, der so Mist labert. Von daher, das sind halt Leute, ganz ehrlich, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Die urteilen einfach ab, bevor sie von irgendwas eine Ahnung haben. Und das sind Menschen, mit denen umgebe ich mich halt nicht gerne. Ich möchte lieber so ganz normal, ganz offene, ganz freundliche Menschen. Das ist mehr so mein Ding. Und ich habe das Gefühl, wir wandern hier zu ein bisschen... Wenn ich den Weg jetzt hier weiterbaue... Wieso? Ich habe ja kein Gravel. Wenn ich den Weg jetzt hier weiterbaue... Ich mach das mal gerade. Dann kommt es mir so vor, als der Friedhof ist zu nah. Fuck. Scheiße. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich das nochmal irgendwie... Ach, ist das jetzt ätzend. Jetzt muss ich vor allen Dingen alles nochmal nachbauen. Ich lasse die Sachen mal so stehen, damit ich nachher nochmal nachbauen kann. Den Rahmen hier mache ich mal gerade weg. Und gucke dann mal, ich glaube, so viel Abstand dürfte genügen. Oder nehmen wir einfach das da als Mauer? Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist ja, ich will dann ja auch nicht in diese Bredouille geraten. Und womöglich, hier noch ein paar Alpha-Bäume wegmachen müssen. Das will ich nicht. Das sind keine Alpha-Bäume hier. Da darf ich ruhig holzen, wie ich fröhlich bin. Hab auch überlegt, ob ich den Friedhof vielleicht komplett unter ein Blätterdach mache. Aber da bin ich mir momentan noch nicht so sicher, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und außerdem sieht man dann nachts die Sterne nicht, was toll wäre, wenn man auf dem Friedhof ist. Einfach mal, wenn man um Mitternacht auf den Friedhof geht, muss es sich ja auch irgendwie lohnen. So. Fand ich früher total aufregend, um Mitternacht auf den Friedhof zu gehen. Habe ich auch mal gemacht. Ich hatte mal, damals hatte ich eine Ex-Freundin. Die kam so aus diesem... wie man so schön sagt, aus diesem gotischen Bereich. Das war sehr aufregend. Also nicht sehr aufregend, das hört sich jetzt falsch an. Nee, es war super interessant. Einfach mal so ein bisschen, weißt du, man hat ja immer diese Vorurteile, bla bla bla. Gehst ja immer so ran an, dass man so denkt, die sind vielleicht so ein bisschen, na klar, die sind so für sich. Die sind bestimmt auch so ein bisschen, naja, arrogant oder sowas, weil die geben sich ja immer, die machen immer so Kostümchen und so. Aber in Wahrheit... war ich derjenige, der arrogant war, überhaupt so über diese Menschen zu urteilen, die mich allesamt, obwohl ich halt ein ganz anderer Menschenschlag war, auch damals schon, die haben mich alle so herzlich empfangen einfach, dass ich mich im Nachhinein echt geschämt habe, da so vorschnell mit Urteilen bei der Hand gewesen zu sein. Muss ich ja zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich es damals zugegeben habe, ich glaube eher so im Stillen, aber ich habe mich dann einfach gefreut, das waren auch die lieben Menschen allesamt und man konnte so spannende Themen anschneiden, auch so spannende Themen, wie wir hier manchmal behandeln, hier so Sachen mit Unsterblichkeit und bla bla bla, all dieser ganze Krams, da konnte ich, also ich habe noch nie Menschen, so viele Menschen gefunden, mit denen ich so offen einfach mal darüber reden konnte und auch so interessiert, weißt du, die das nicht irgendwie abtun, so alles Unsinn. Oder einfach sagen, wissenschaftlich gesehen. Sondern die sich einfach auch mal trauen, so über das Wissenschaftliche einfach mal hinauszugehen. Was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Das hört sich jetzt doof an, wenn man sagt, über das Wissenschaftliche hinaus, weil das Wissenschaftliche ist ja anerkannt. Aber manchmal... Ach, die tun mir nichts. Manchmal... Huch, jetzt läuft er weg. Wenn ich mich umdrehe... Nee, da hüpft er nur rum. Okay, nee, manchmal, was ich sagen wollte, manchmal werden ja auch Theorien aufgehoben, bla bla bla, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, seinen Horizont mal zu öffnen für Dinge, von denen man sonst nicht unbedingt ausgeht, dass sie hinkommen könnten. Wie zum Beispiel auch das Thema, manche sperren sich ja auch total beim Thema, sagen wir mal, Außerirdische und sowas. Finde ich aber doof, da sofort zu sagen, nein, es geht nicht, wissenschaftlich gesehen ist das so und so. Ist natürlich, mag auch bei manchen Themen gut und richtig sein, aber es macht einfach mal Spaß, das Unmögliche mit dem Kopf möglich werden zu lassen.
Ist ja wirklich so, ne? Man muss ja nicht immer gleich alles verteufeln oder sagen, nee, das ist sowieso überhaupt gar nicht im Rahmen des Möglichen. Sondern man kann auch mal Dinge einfach zulassen für sich selbst. Da muss man auch mal über seinen eigenen Schatten springen können. Ich glaube, das musste ich aber auch erst lernen irgendwann. Hört sich jetzt ein bisschen arrogant an. Aber ist ja halt so, dass man solche Dinge manchmal erst lernen muss. Musste ich halt auch. Und ich bin heute noch teilweise bei einigen Themen bestimmt verstockt oder verschnupft oder wie auch immer. So, die Frage ist, wie groß macht man den Friedhof? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Huch. Muss mal ganz kurz wieder kratzen. Ich lege mal ganz kurz den... Schade, geht nicht. Lege ich mal kurz in der Ecke. So, Kies haben wir natürlich auch keinen mehr dabei. Wobei ich gerade den jetzt ein bisschen raussammeln muss. Na toll. So, mache ich hier überall wieder Erde rein. Dann und ich dachte, wir ziehen den Friedhof einfach nur ganz kurz um, so wie er ist. Aber jetzt machen wir natürlich doch was anderes draus. Ich hätte es besser wissen müssen. So, und wir müssen ja noch... Ach, wir müssen ja noch Hundis holen und sowas. Verdammt. Ich hoffe, das schaffen wir in der Aufnahme noch. Und wir haben auch noch... Ach, das sind Steintreppen. Verdammt, wo sind denn jetzt... Ach, die habe ich alle verbraten. Nee, 13 haben wir noch. Na, jetzt dahin. Dann kann ich den Friedhof eigentlich auch ein bisschen was größer machen, wenn wir eh... So, ne? So, ich weiß nicht genau, wie groß. Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Vielleicht fange ich einfach mal an hier. Das war ja unser ehemaliges Doppelgrab. Da mache ich jetzt erstmal wieder Erde hin. Den Seelensand kann ich momentan... Ach, pass mal auf, ich schmeiß mal diesen unsäglichen Flint raus. Dann kann ich auch mal Seelensand mitnehmen. So. Und dann würde ich sagen, ich fange hier an mit normalen Gräbern. So, einfach ganz normale Gräber, ne? Nichts Aufregendes. Wo ist der Kies? Das wird auch immer weniger Kies, verdammte Axt. So, dann mache ich da auch mal so ein Ding hin. Ich mache erstmal so eine Quergräber, ne? Das war total schlau. Also, wenn man dann quasi auf den Friedhof kommt, dass man dann erstmal empfangen wird von diesen Quergräbern, wie auch immer. Und das Ding muss ich dann woanders hinholzen. So, dann können wir auch mal ein Doppelgrab machen. Das machen wir mal dahin. Und dafür vielleicht noch auf der anderen Seite müssen wir ein Äquivalent dazu finden. Ab und zu können wir auch mal ein größeres Grab machen oder vielleicht mal einen anderen Stein verwenden oder sowas. Kann ich ja hier zum Beispiel ein größeres Grab machen. Einfach mal hier in die Ecke. Ach schön, wie die Sonne da scheint. So, hier haben wir jetzt das Doppelgrab auf der Seite. So, mal ganz kurz auch wieder Tweets lesen. Basti Web zockt einfach mal einen Tweet an den werten Herrn Gronkh schicken, um etwas frischen Wind in die Aufnahme zu kriegen. Ja, das war ja total frischer Wind. Ach, okay, die... sind nur manchmal schwanger oder sowas und hauen dann irgendwelche Skorpione raus. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder, tut mir leid, ich gehe erstmal wieder auf Peaceful, weil ich will nicht wieder zurück in die Dingens. Ich will nicht wieder zurück ins Bett. Ich will noch nie ins Bett. So. Mache ich hier mal, könnte ich ja einfach mal so ein bisschen was Größeres machen vielleicht. Bin mir aber nicht sicher. Pseudo-Schlumpf fragt gerade, welches mein Lieblings-Pokémon ist, aber ich habe mit Pokémon nichts am Hut, das tut mir echt leid. Aus der Nummer bin ich dann echt mal raus. So, und wir brauchen auf jeden Fall Kies und ein paar Fackeln wären hier nicht schlecht, um das mal ehrlich zu sagen. Vielleicht machen wir doch... Hilfe, ich muss doch wieder zurück. Wird auch super dunkel jetzt, ne? Habe ich das Gefühl, dunkler als sonst. Dabei habe ich nichts geändert. Ich habe meine Fackel mit.